Der Karlsruher SC ist tief in Baden verwurzelt und heimatgebend für eine ganze Region. Mit professionellen Strukturen möchten wir gemeinsam den richtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft gehen. Nach einer ergebnisoffenen Diskussion mit verschiedenen Interessensgruppen rund um den Verein wurde dem Präsidium einstimmig empfohlen, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, dazu gehören insbesondere die Lizenzspielerabteilung, die U19 und die U17, in eine GmbH und Co. KG AA auszugliedern. Wichtig ist hierbei zu wissen, die bisherige Rechtsform eingetragener Verein, kurz e.V., schränkt unsere Möglichkeiten sehr stark ein, weil sie nicht nur ein Engagement von strategischen Partnern und Investoren durch Zuführung von Eigenkapital kategorisch ausschließt, sondern auch in vielen anderen Bereichen den KSC in Zukunft vor Probleme stellen wird. Die Rechtsform der GmbH und Co. KG auf Aktien ist die einzige, die alle Motive und Ziele der unterschiedlichsten Interessengruppen des KSC abdeckt. In einer GmbH und Co. KG AA könnte der KSC die Rechtsformverfehlung beseitigen, den e.V. vor Insolvenz schützen, neue Finanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt eröffnen sowie die Organisationsstruktur professionalisieren. Wichtig ist, dass dieser erste Schritt der Ausgliederung und der Verkauf von Anteilen zwei voneinander unabhängige Prozesse sind. Werden im zweiten Schritt Anteile angeboten, ist eine breite Investorenlandschaft vorgesehen. So können sich Unternehmen, Privatpersonen, unsere Mitglieder und natürlich auch unsere Fans an der Kapitalgesellschaft beteiligen. Hinsichtlich der möglichen Ausgabe von Aktien zur Kapitalbeschaffung wurde festgelegt, dass nur sogenannte vinkulierte Namensaktien ausgegeben werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Besitzer der Aktien dem Verein zu jeder Zeit bekannt sind. Beim Einstieg größerer Investoren muss zudem die KSC-Mitgliederversammlung vor der Anteilsveräußerung dem Verkauf zustimmen. Die 50-plus-1-Regel wird zu jeder Zeit gewahrt. Es ist ausgeschlossen, dass ein externer Geldgeber, zum Beispiel ein Scheich oder Oligarch, die Mehrheit beim KSC übernimmt. Der KSC bekennt sich im Rahmen seiner Satzung klar zu 50-plus-1. Was bedeutet das für unsere Mitglieder? Erstens, wir behalten alle unsere traditionellen Rechte. Wir wählen weiterhin das Präsidium und den Verwaltungsrat, die als Gremien wichtig bleiben, da sie 5 der bis zu 9 Plätze und damit immer die Mehrheit im Beirat der KSC Management GmbH belegen. Die Management GmbH bleibt immer zu 100% in KSC-Hand. Zweitens, laut der zu verabschiedenden Satzung soll der Aufsichtsrat der KSC GmbH und Co. KG AA aus 9 Personen bestehen. 6 Personen werden auf der Hauptversammlung der KG AA gewählt. 3 Personen werden vom KSC e.V. entsandt und auf der Mitgliederversammlung des Vereins gewählt. Eine Person davon soll ein Fanvertreter sein. Drittens, der e.V. und seine Mitglieder behalten somit auch in der neuen Struktur zu jeder Zeit die Kontrolle über den Verein und die ausgegliederte Kapitalgesellschaft. Die Ausgliederung bedeutet also nicht, sich zwischen dem bisherigen e.V. und der neuen KG AA entscheiden zu müssen, sondern die Entscheidung für unseren e.V. mit einer neuen, vom Verein kontrollierten Tochter, der KG AA. Durch einen gemeinsamen Antrag von Präsidium, Verwaltungsrat und Vereinsrat wird am 29. Juni auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung abgestimmt. Damit die Ausgliederung Realität wird, müssen 75% der anwesenden Mitglieder mit Ja stimmen. Die Ausgliederung ist der richtige Schritt für eine gemeinsame Zukunft im Profifußball. Für den KSC, für Karlsruhe, für die Region, für uns alle. Ja zur Ausgliederung.